Oh mein Gott! Bleibt alle cool. Du, bleib cool. Faszinierend. And here we go. Servus und willkommen zum Cine Talk. Und so die Technik will, hört ihr mich natürlich jetzt auch. Denn da sind wir ein bisschen erfahren drin, dass es manchmal nicht so funktioniert, aber ich kriege den Daumen nach oben. Man sollte mich hören und sehen, das ist vor allem das Wichtigste. Ich bin natürlich wieder nicht alleine hier. Wir haben quasi den guten Galaxy aus seinem Stream rausgerissen und bei uns hineingeholt. Schön, dass er dabei ist und natürlich wie immer an den Rädchen der Technik, der gute Dave. Ja, wir sind hier nur zu dritt, denn der vierte Mann musste kurzfristig absagen. Fiedel ist erst ab dem nächsten Cine Talk wieder dabei. Darauf können wir uns freuen, wenn der Mann dann wieder weit, weit ausholt, wenn er seine Erklärung macht. Und den Faden verliert. Sehr, sehr liebenswert das Ganze. Ja, wir haben ein dickes, fettes Paket wieder geschnürt und ich freue mich auch schon über die redselige Beteiligung im Chat. Das heißt, ich darf schon begrüßen Weiße Möhre, Big Bag, Infected sind schon im Chat eingetroffen. Ich hoffe, es werden gleich noch mehr. Und wir werden gleich direkt mit dem ersten Film anfangen. Und der erste Film wird etwas verstörend sein, direkt zum Anfang. Der Film, ich lese jetzt mal die Inhaltsangabe vor. Skurrile Story über einen hoffnungslosen Mann, der in der Wildnis gestrandet ist und sich mit einer Leiche anfreundet. Zusammen treten sie dann eine surreale Heimreise an. Ja, das Ganze ist das Regiedebüt von Dan Kwan. Das ist sein allererster Film und er hat Daniel Radcliffe mit dabei und Paul Dano. Paul Dano und Daniel Radcliffe, wenn man sie sieht, sollten einem eigentlich bekannt sein. Und der Film, ja, der heißt Swiss Army Man und das hier ist der Trailer. Viel Spaß. Mir helfen, nach Hause zu kommen. Okay, Kumpel? Okay, Kumpel. Du bist ein Wunder. Oder halluziniere ich nur vor lauter Hunger? Du bist was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Wir sind 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Vielleicht hast du das Glück, auf genau die Person zu treffen, mit der du den Rest deines Lebens verbringen willst. Oh mein Gott. Das ist also das Leben, das ich vergessen habe. Das ist erst der Anfang. Ja, das war Swiss Army Man. Wie gesagt, ein sehr verstörender Trailer. Aber ich finde, dieser Film könnte tatsächlich das Prädikat künstlerisch wertvoll kriegen von mir. Es ist auf jeden Fall eine, wie schon in vorhin geschrieben, eine surreale Reise, die dieser Mann mit sich durchlebt, mit dieser Leiche, die von Daniel Radcliffe laut den Kritiken anscheinend großartig spielt. Und es scheint anscheinend mit der Macht der Fantasie sehr viel möglich zu sein mit einer Leiche. Und ich möchte jetzt gerne erstmal Galaxy hören, was er denn zu dem Film denkt. Ja, also ich fand es einerseits verstörend, aber einerseits war das natürlich auch so ein bisschen witzig. Allerdings muss man natürlich auch dann eventuell die Hintergründe dann ein bisschen vielleicht sich da überlegen. Der ist ja auf einer Insel gestrandet, ist richtig, ne? Oder Insel irgendwo gestrandet, ja. Und das haben wir ja schon auch in Castaway gesehen, was dir da vor Wilson halt, ne? Der Basketball war das, glaube ich, oder sowas. Oder war es eine Kokosnuss? Irgendwas war das. Es war ein Volleyball. Ein Volleyball. Ein Volleyball, okay, alles klar, danke. Ja, also was einem dann halt in den Gedanken halt vorkommt, wenn man alleine ist, man braucht dann natürlich jemanden, mit dem man reden möchte und da kann dann einem schon so
bisschen so, Streit, so ein Streichspiel, ne? Die Psyche. Und dann passiert halt sowas. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Ist eine witzige Idee. Aber auch gleichzeitig ein bisschen eine traurige Idee. Also, ja, ich gebe einfach mal weiter dann zu Dave Crow. Ja, danke schön. Ich habe mir den Trailer ja vorhin wieder reingezogen. Ich fand den eigentlich saumäßig witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Tono sagte, der erste ist ein bisschen verwirrend, der erste Trailer. Ich denke, okay, guck's ihn dir an. Die ersten paar Sekunden habe ich tatsächlich noch gedacht, okay, da ist jemand nur dem Tod entkommen. Und dann hast du nachher aber schon so gesehen, okay, es wird ein bisschen extrem. Nee, der ist, glaube ich, doch tot. Es erinnert mich so ein bisschen mit den Marionettenverhalten so ein bisschen an Immer Ärger mit Barney, hieß der Film, oder mit irgendwie so, ne? Genau, der Tonno schüttelt gerade den Kopf. Oder nickt mir zu, besser gesagt. Es erinnert mich so ein bisschen daran, also ganz im Ernst so. Und vor allen Dingen, es sieht echt scheiße witzig aus. Also ich bin mir auch der festen Überzeugung, damit der tatsächlich sehr gut werden kann. Traurig kann ich da eigentlich gar nichts dran sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt wirklich so. Ja, ist halt ein witziger Film. Also zumindest, wenn das jetzt nicht die besten Szenen wieder aus dem Trailer waren, die im Film vorkommen, dann, ich hoffe mal nicht, aber also ich finde, der Film könnte Potenzial haben. Alleine schon, ich meine, Daniel Radcliffe wird sich da nicht für hergeben, wenn der Film kacke wäre. Und wie der Tonno schon sagte, man hat ja gerade schon die ganzen Dinger wieder gelesen, von wegen großartig und was weiß der Henker nicht noch alles, also bin mal gespannt, aber ich denke mal, der wird echt genial. Tonno, was sagst du denn dazu? Ja, erst einmal noch eine freundliche Begrüßung an Mike, der auch den Weg in den Chat gefunden hat. Swiss Army Man. Ich muss sagen, der Film, ich sage ja, ich habe schon das Wort Prädikat künstlerisch wertvoll reingehauen. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Life of Pi nimmt, dieser Film hat auch jetzt keine große Story an sich, aber war halt bildgewaltig und hat auch einen künstlerisch wertvollen Effekt gehabt. Und ich glaube, dieser Film um den Typen, der quasi allein auf dieser Insel ist und quasi eigentlich dabei ist, sich umzubringen, weil er es nicht mehr allein auf dieser Insel aushält. Und diese Leiche, die ihm dann dadurch irgendwie den Lebensmut wiedergibt und durch seine Fantastereien oder Halluzinationen ihm quasi in dem Sinne sein Leben rettet, ist eigentlich eine tolle Geschichte an sich. Die Frage, ob er dann später von der Insel wegkommt, während Danny Radcliffe als sein Motorboot fungiert, am Ende haben wir es ja gesehen. Wie gesagt, also ich muss sagen, ich fand ihn, der Trailer war saulustig. Also allein schon die Maschinengewehrszene am Teich, wo dann ich weiß auch nicht, was ich genau von dem Film halten soll. Es ist auf einer Seite vielleicht too much, auf der anderen Seite ist es eigentlich genau richtig, es so überdreht zu machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Film wird. Der Film kommt übrigens am 13.10. in die Kinos. Also nächste Woche Donnerstag ist er im Kino. Und dann sind wir dann auch noch der Meinung, dass wir den Film natürlich bewerten sollen. Ich kriege gerade schon im Chat die ersten Bewertungen rein. Übrigens auch Servus an Stefan, der auch seinen Weg hier reingefunden hat. Stefan gibt 3 von 5. Big Bang gibt auch 3 von 5. Die anderen sind noch am Überlegen, was sie an Punkten vergeben. Ich würde mich dabei auch anschließen. Ich gebe ihn jetzt 3 von 5. Er ist natürlich kein Knallerfilm, aber er ist auf jeden Fall sehr interessant. Und er könnte sich auf jeden Fall lohnen, sich den anzuschauen. Also ich sage 3 von 5. Galaxy, was sagst du denn? Ja, ich würde mich dem anschließen. Auch 3 von 5. Dann Tonno. Tonno sagt schon, Dave. Ja, ich warte jetzt immer schön, bis du mir eine Überleitung gibst. Das üben wir noch. Du kommst ja noch ein paar Mal mit. Du, das üben wir noch. Ich muss mich da tatsächlich ein bisschen weiter von euch entfernen. Also die 5 von 5 kriegt er nicht, aber eine 4 von 5. Eine 4 von 5, eine ganz vorsichtige. Weil ich fand es jetzt doch schon, das ist so mein Humor. Also ich glaube, der wurde da wirklich komplett getroffen. Also 4 von 5 bin ich auf jeden Fall gewillt zu geben. Ja, das hört sich ja gut an. Also Dave war schon ein bisschen mehr angetouched als wir beide mit 4 von 5. Und dann jetzt auch ein fröhliches Hallo an Mattes und Jason, die auch den Weg jetzt in den Chat gefunden haben. Jetzt habe ich noch mal ein paar andere Bewertungen rein. Mike, der hat es gesagt, vom Hören her gibt er circa 3 Punkte.
Und Stefan sagt gerade noch, ja, eventuell Potenzial, fand der Trailer jetzt nicht sehr aussagekräftig. Na gut, im Grunde haben sie wahrscheinlich im Trailer die ganzen Fantastereien schon mal mit reingepackt. Wahrscheinlich, ich hoffe, es waren nicht alle Fantastereien, die Paul Dano da mit dem Toten, mit der toten Leiche, wollte ich gerade sagen, mit der Leiche Daniel Radcliffe hat. Ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Am 13.10. kommt Swiss Army Man raus. Wie gesagt, das ist das Regiedebüt von Dan Kwon. Ich muss sagen, es sieht nach einem sehr guten Regiedebüt aus. Man darf gespannt sein. Und jetzt bleiben wir zwar beim 13.10., kommen aber jetzt zum nächsten Film, der uns aus Frankreich präsentiert wird. Und ich lese mal kurz die Geschichte vor. So kann es nicht weitergehen. Seit langem redet Bruno kaum noch mit seinem Vater Jean. Als sie sich auf der Pariser Landwirtschaftsmesse über den Weg laufen, bei der Bruno traditionell eine Weinreise unternimmt, ohne jemals das Gelände zu verlassen, beschließen sie es diesmal anders zu machen. Eine echte Weinreise muss her. Obwohl man die beiden eher voreinander schützen müsste, sitzen sie kurz entschlossen gemeinsam im Taxi des jungen Mike und fahren schnurstracks nach Saint-Amour, dem malerischen Weinort in Beaujolais, eine Gegend der Weinberge und kleinen Restaurants, in der alles möglich scheint. Vielleicht ja auch, dass Jean und Bruno Differenzen sich auflösen und sie wieder zueinander finden. Das klingt alles schon nach einem Familienfilm mit leichten komödiantischen Anhang. Und das können die Franzosen eigentlich ziemlich gut. Manchmal bitte ein bisschen mehr Comedy, manchmal ein bisschen mehr Dramatik mit rein. Auf jeden Fall spielen dort mit Gérard Depardieu, der alte Mann lebt noch und dreht immer noch Filme. Benoît Paul Verdet spielt mit und Vincent Lacoste. Und ja, der Regisseur ist leider nicht so bekannt, deswegen habe ich ihn jetzt nicht hier reingepackt zum Erwähnen, denn das würde euch wahrscheinlich eh nichts bringen. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Trailer von Saint-Amour. Wir machen jedes Jahr eine Weinreise, ohne die Messehalle zu verlassen. Und wir nehmen jedes Jahr eine andere Route. Genau. Und dieses Jahr fangen wir im Osten an. Das stimmt. Da haben wir ja Glück. Ja, es ist besser, uns am Anfang zu haben als am Schluss. Hallo, mein Schatz. Also was Bruno angeht, habe ich den Eindruck, er fängt wieder mit seinen üblichen Spielchen an. Papa, ich habe eine einzige Woche Urlaub im Jahr. Mehr sage ich nicht. Gut, wir machen deine Weinreise, Bruno. Wie heißen Sie mit Vornamen? Mike. Klingt ja wie der Name eines amerikanischen Traktors. Mein Schatz, es ist alles in Ordnung. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass ich wieder angefangen habe zu trinken. Aber die gute ist, dass Bruno und ich uns näher gekommen sind. Hallo! Keine Sorge, Mama, ich achte darauf, dass ihr nicht so viel trinkt. Ja. Echt schwierig mit den Frauen, oder täusche ich mich? Frauen reden gern, das machen sie am liebsten. Ich sehe da viele gute Dinge. Einen festen Job in naher Zukunft. Wow. Wenn Sie hier hinten sitzen, fühle ich mich gar nicht wie auf der Rückbank eines Autos. Ich will Sie nur darauf hinweisen. Der Taxameter steht jetzt bei 2.654 Euro. Was den Hof angeht, wäre es ein Wunder, wenn ich ihn dazu überreden könnte. Aber ich darf mich nicht aufregen. Bruno, du bist ein guter Junge. Um alles wieder aufzubauen, säuft Francis Cabrel wie ein Loch. Ihr Gaillac schmeckt wirklich gut. Er ist stark. Kräftig, genau wie Sie. Ganz reizend. Und Sie? Wie heißen Sie? Venus. Ich habe hier einen 2011er Puy Fussé. Da sollte man sich Zeit lassen beim Degustieren. Er hat einen wunderbar nachhaltigen Abgang. Ich probiere gerne auch noch seinen Nachbarn. Ja, das war dann jetzt auch... So, kurz den falschen Trailer gesagt. So, das war Saint-Amour mit Gérard Depardieu und... Herren Benoît Paul Verdet. Und ja, es ist halt so ein klassisches französisches Ding, würde ich sogar mal sagen. Also dieses Familienbeziehungsding und dazu noch einen leichten komödiantischen Anhang. Und ganz ehrlich, Gérard Depardieu, wenn ich an seine Filme denke, denke ich halt meistens mittlerweile nur noch an Obelix. Aber die Rolle ist ihm halt auch auf den Leib geschneidert. Ja, also bevor ich jetzt was von dem Trailer sage, lasse ich erstmal den Dave ran, denn der war vorhin zuletzt dran, deswegen darf er jetzt anfangen. Ja, also, der Film sieht eigentlich ganz witzig aus, würde ich jetzt mal einfach sagen. Alleine schon, ne, Vater und Sohn irgendwie ein bisschen im Clinch geraten und dann durch diese Weinreise kommen sie wieder so ein bisschen aneinander. Also wie du schon vorhin sagtest, Tono, das sieht so ein bisschen nach so einem Familienfilm in Anführungsstrichen aus.
Ich fand auch die Szene unheimlich witzig mit dem, Sie wissen schon, der Taxometer steht jetzt bei 2.600 Euro, irgendwie total super. Ich hab das erst gar nicht verstanden, dass sie im Taxi sitzen bis zu dieser Szene, aber es ist schon witzig. Und dann so, ja, Frauen, das ist halt das Problem, die reden halt. Nee, ihnen doch einfach die Schnauze zu, dann passiert das nicht mehr, so nach dem Motto. Ja, aber gut, ist jetzt halt die Frage, ne, wie reißt der Film einen dann am Ende vom Hocker? Geht es jetzt tatsächlich dann wirklich nur um diese Weinreise? Kommen dann ein, zwei Gags dabei oder ist das vielleicht auch wirklich so, damit am Ende wieder irgendwie dieses, man kennt es ja, dieses Holpern, ne, es fängt alles gut an, dann muss es wieder, in der Mitte muss dann so ein bisschen tief gehen und dann am Ende, ha, Happy End, alles klar, cool, wir haben den Film doch noch gerettet, ihr könnt alle mit einem Smilen aus dem Kino gehen, also ist dann wieder die Frage, oder ob es einfach nur wirklich ein komplett witziger Film ist, so hier, ihr geht jetzt auf eine Weinreise, habt am Ende irgendwie 10.000 Euro für das Taxi bezahlt, so, am besten. Oder der Junge sagt am Ende, komm, ihr Leute, ich durfte mitgehen. Scheiß halt auf den Sprit. Ja, aber Gaming Galaxy, was sagst du? Was hältst du von dem Trailer? Ja, auf jeden Fall hat er sehr schöne Landschaften und witzig war er an einigen Stellen auch. Zwar relativ wenig, also die Witze, die haben gefruchtet, klar. Also das mit dem Wein, ich probiere auch den Nachbarn, der war klasse. Oder das mit dem Taxameter halt. Die Frage ist, wie bleibt er so witzig? Wird sich das so ein bisschen halten? Also es ist ja auch so ein bisschen eher Familienfilm. Ich denke mal schon, dass es mehr zu tun hat als nur diese Weinreise, weil der Gérard Depardieu, der hat ja irgendwie, glaube ich, die Frau von ihm angerufen oder weiß ich jetzt nicht, wer das war, und gesagt, dass ich den Jungen irgendwie so weit bekomme, dass er den Hof übernimmt, irgendwie sowas, war das sowas? Ja, ne? Und also es wird schon ein bisschen mehr, denke ich mal, Story haben als nur diese Weinreise. Ja, ich bin halt so gemischter Gefühle, also ist ja jetzt auch nicht hundertprozentig mein Genre. Ich mag zwar witzige Filme, ich mag auch den Schauspieler Gérard Depardieu, aber mit dem Film kann ich jetzt so erstmal nichts anfangen. Also da müsste ich den wirklich sehen, um zu wissen, ob der wirklich was taugt. Weil da reicht der Trailer definitiv nicht aus, finde ich. Tonno. Ja, im Chat sind sie jetzt schon sehr uneinig zu den Trailers, finde ich sehr schön. Das sind sehr gespaltene Meinungen. Es geht nach oben und es geht nach unten. Erstmal meine Meinung zum Film. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht, da die Weinreise ist im Grunde nur das Mittel zum Zweck. Es geht halt viel mehr um diese ganze Beziehungsebene zwischen Vater und Sohn und dann vielleicht auch, dass ein, zwei Frauen reinkommen. Der Taxifahrer wird sicher auch seine Rolle spielen. Und dass halt viel mehr auch die Zuneigung unter den Männern aneinander quasi drin ist. Aber halt auch die Frauen mit reinkommen und vielleicht Bruno seine große Liebe findet oder Mike vielleicht der Taxifahrer seine große Liebe findet. Es wird auf jeden Fall, so wie ich jetzt auch gerade schon im Chat lese, typisch französischer Humor, anstrengend, aber lustig. Und top Besetzung, sagt Stefan. Und Weiße Möhre sagt auch, typisch Franzosen halt, ich glaube eher was für Erwachsene. Es wird definitiv kein Film für die ganze Familie sein. Also es wird, ich würde mal sagen, vom Niveau her ist es schon gehobener Erwachsenenfilm, weil es wird nicht so viel Comedy drin sein. Also ich glaube, wir haben die besten Gags tatsächlich schon gesehen, befürchte ich. Es ist halt, ich weiß nicht, ob man da schon Artfilm zu sagen könnte, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es auf jeden Fall ein sehr anspruchsvoller Film, der ein bisschen mehr auf die Familiendrama- und Beziehungsdrama-Ecke mehr hingeht. Kommen wir langsam zur Bewertung. Und die Bewertung ist jetzt sehr durchwachsen hier im Chat. Infected sagt 2 von 5. Mike wäre mit 3 von 5 dabei. Stefan sagt, anstrengend, aber lustig. Und Top-Besetzung, 4 Punkte von 5. Dann kommt Big Bag mit 2 von 5. Möhre sagt auch 4 von 5. Sehr witzig, aber typisch Franzosen halt. Waren da noch andere Bewertungen? Ich gucke gerade kurz oben nach. Nein, da kam nichts mehr. Und da unten gerade noch, Mattes gibt 2,5, also er ist auf einem knappen Weg zur Befriedigung. Zu befriedigend, nicht Befriedigung. Ach ja, Worte aus meinem Kopf hinaus. Ich muss sagen, so schön
die Bilder auch von den Landschaften sind und ich auch Gerard Depardieu mag, würde ich tatsächlich auch nur zu 2 von 5 gehen. Ich würde mir den Film wahrscheinlich angucken, wenn ich gerade überhaupt nichts zum Schauen hätte, aber ich würde ihn mir jetzt nicht auf meine Watchliste setzen. Und ja, ich glaube, Dave sieht das vielleicht anders oder doch genauso. Das werden wir jetzt herausfinden. Nee, also ich sehe es genauso. Also ich hätte sogar schon fast zu 1 von 5 tendiert. Aber ich gebe ihm dann doch mal durch die Besetzung tatsächlich eine 2 von 5. Also er reißt mich jetzt nicht so vom Hocker. Er könnte natürlich was werden, aber im Grunde genommen, wie du schon sagtest, so Watchliste müsste der jetzt nicht unbedingt drauf. Also dafür kam da halt ein bisschen zu wenig. Aber mal gucken, was der gute Gaming Galaxy dazu sagt. Ja, tatsächlich gebe ich dem Film nach ein bisschen mehr Chancen da. 3 von 5 würde ich sagen. Ganz schlicht und einfach. 3 von 5, weil die Landschaftsaufnahmen waren gut. Ein paar waren, wie gesagt, gute Witze drin. Ja, dann gebe ich weiter an Tonno. Ja, danke. Ich habe tatsächlich noch eine Bewertung überlesen und zwar von der guten Tatze. 1 von 5 sieht langweilig aus. Wie gesagt, die Meinungen gehen da halt stark auseinander. Der eine mag halt diese französische Art von Filmen, der andere eher weniger. Aber dafür sind ja auch Filme da und das ist das Schöne an Filmen, sie sind vielfältig. Und jetzt kommen wir tatsächlich dann zu einem großen Blockbuster in unserer Runde, der ebenfalls am 13.10. in die Kinos kommen wird. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Den einen oder anderen wird vielleicht bei dem Namen vielleicht schon ein bisschen das Hirn rattern und sagen, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Und zwar, Robert Langdon folgt Hinweisen, die ihn geradewegs auf die Spur des größten italienischen Dichters und Philosophen Dante führen. Zu Beginn erwacht er in einem Krankenhaus im italienischen Florenz, ohne sich daran erinnern zu können, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Ärztin Sienna Brooks versucht ihm zu helfen, sein Gedächtnis aufzufrischen. Gemeinsam reisen sie quer durch Europa im Wettrennen gegen die Zeit. Es gilt eine tödliche Verschwörung zu vereiteln, die die ganze Welt betrifft. In den Hauptrollen haben wir Tom Hanks, in seiner Paraderolle mittlerweile, ist es schon der 3. Film zu dieser Reihe, und Felicity Jones spielt die Ärztin. Und Regie führt Ron Howard. Und Ron Howard ist natürlich kein Unbekannter. Er hat auch die ersten beiden Filme gedreht. Ich sage nur Illuminati und Sakrileg. Und jetzt kommt als Inferno am 13.10. um die Ecke. Und ich würde sagen, hier ist der Trailer. Viel Spaß. Dantes Hölle ist keine Fiktion. Sie ist Prophezeiung. Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Hatte ich sowas wie einen Unfall? Ich erinnere mich an nichts mehr. Das ist Ihr Schädeltrauma. Einbildung, Erinnerung. Alles ist durcheinander. Das habe ich in meiner Jacke gefunden. Wir öffnen ihn. Das ist Dantes Inferno. Genau das habe ich gesehen. Ich will wissen, worin ich verwickelt bin. Kommen Sie! Wo ist Professor Langdon jetzt? Spurlos verschwunden. Und im Besitz des Biotubes. Sie haben von mir einen Pfad. Und nur Sie gelangen an sein Ende. Ist das eine Herausforderung? Ein Puzzle. Speziell gemacht für Sie. Er hat eine Seuche erschaffen. Wissen Sie, wie viele hinter so einer Seuche her wären? Und was Sie dafür tun würden? Diese Karte zeigt einen Weg, damit ich es finde. Beseitigen Sie Langdon. Kommen Sie hier lang. Ich weiß, warum ich in Florenz bin. Es gibt 9 Orte. Das ist der erste. Ja, ein Hinweis. Ich werde alles tun, um es zu finden. Was, wenn die Sie vorher finden? Schnapp ihn! Los, los! Die Hälfte der Weltbevölkerung wird sterben. Uns bleiben weniger als 8 Stunden. Noch haben wir die Chance, die Welt zu retten. Die Menschheit ist die Krankheit. Inferno ist die Heilung. Ja, das war Inferno. Ich kann dazu nur sagen, ich habe Sakrileg und Illuminati, die beiden Bücher, gelesen von Dan Brown. Inferno habe ich leider nicht gelesen. Und ich kann dazu sagen, Dan Brown schreibt gerade an dem 4. Abenteuer gerade von Robert Langdon. Das heißt, uns wird über kurz oder lang noch ein 4. Abenteuer von dem Professor zugutekommen.
Und ja, der Chat ist schon wieder eifrig am Bewerten. Aber kommen wir erstmal zu dem Trailer an sich. Und bevor ich jetzt wieder loslege, lasse ich den Galaxy erstmal los. Viel Spaß. Ja, ich liebe ja diese, diese Verschwörungstheorien, Vatikan-Verschwörungen, Templer-Verschwörungen. Verschwörungstheorien sind halt so mein Ding. Und besonders auch halt dann diese Bücher von Dan Brown. Auch der Trailer, sehr spannend gemacht, ziemlich actionreich an vielen Stellen. Und man merkt schon in dem Trailer praktisch die ganze Intrige, die sich wohl dahinter, verbirgt. Und ich bin echt gespannt. Also ich werde mir den Film auf jeden Fall ansehen, wenn ich im Kino, dann auf jeden Fall auf Blu-ray oder DVD. Ja, ich werde mal schauen. Dann gebe ich mal weiter zu Dave. Wie siehst du das? Ja, muss dazu gestehen, ich habe da noch nicht einen von gesehen, von den Filmen. Bin ich auch nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Tonno ist schon wieder den Kopf am Schütteln und hast du nicht gesehen, aber nee. Also ich sag, es gibt so gewisse Filmformate, die muss ich einfach nicht haben. Und das ist tatsächlich so, bei den Filmen ist das halt einfach so. Klar, Verschwörungstheorien, ich bin da selber einer, der dann so sagt, ja, aber das war bestimmt so und so und hast nicht gesehen. Bestes Beispiel, World Trade Center, hat der Bush das selber gemacht oder waren das doch die Taliban? Ja, da kann man auch so lange rätseln, wie man möchte. Aber weiß ich nicht, die Filme reizen mich jetzt auch nicht irgendwie, wo ich sagen würde, so, okay, weißt du was, komm, ich ziehe mir die jetzt rein, damit ich sie geguckt habe, aber kein bisschen. Deswegen, zu dem Film kann ich jetzt auch nicht großartig viel sagen. Der Trailer sieht genauso aus wie die ersten beiden und langweilig, zumindest für mich. Aber ich weiß, wer da jetzt schon wieder was anderes sagt, nämlich der gute El Tonno, der darf nämlich jetzt was dazu sagen. Natürlich sage ich was komplett anderes. Und übrigens, Galaxy, ich soll euch von Big Bang sagen, tolle Überleitung. Ja, also ich muss sagen, ich fand die ersten beiden Teile richtig gut. Vor allem muss ich sagen, dass es halt sehr intelligente Thriller sind. Dan Brown hat damals halt sehr gut Realität mit Fiktion halt vermischt. Das heißt, die realen Geschehnisse der Kirche mit seiner Fiktion, seiner Verschwörungstheorie zueinander geführt. Was er tatsächlich auch in der katholischen Kirche einiges an Missmut gebracht hat. Und ich fand die beiden Teile, also Sakrileg und Illuminati, waren sehr gute, intelligente Action-Thriller. Und sie waren halt richtig packend von der Geschichte. Wenn man das Buch gelesen hat, sicherlich wusste man, wie es ausgeht. Aber wenn man wirklich dabei bleibt und auch dann diese Hinweise, die man sich dann durch diese Verschwörungstheorien sich dann anguckt, die machen komischerweise irgendwie auch einen Sinn, obwohl es eigentlich komplett fiktiv eigentlich sein müsste, aber egal. Ich sage nur, ich habe das Bild von dem Abendmahl mit den beiden Vs, das V steht ja für die Weiblichkeit und all solche Sachen. Also ich kann die beiden Teile davor nur empfehlen, sie sind großartig und ich freue mich auch schon riesig auf Inferno. Ich habe meiner Mutter schon versprochen, sprechen müssen, da die diese Bücher auch verschlingt, mit ihr dort ins Kino zu gehen. Das werde ich dann wahrscheinlich auch tun, damit sie dann auch glücklich ist. Ja, kommen wir dann tatsächlich schon wieder Richtung Bewertung und da sind sie auch wieder wild durcheinander, die Bewertung. Ich fange mal oben an. Als erstes hat Mattes schon die Bewertung rausgefunden. Er hat 2 von 5 gegeben. Er fand den Trailer Das ist so seine Ausdrucksweise. Big Bang haut ganz klar 5 von 5 Punkten für Inferno raus. Mike ist mit 4 von 5 bei Infected auch 5 von 5. Dann Stefan war ein bisschen ausgiebiger. Hanks in Topform. Spannende Geschichte und auch sequenziell knackige Action. Mitreißend und fesselnd 5 von 5. Das ist doch eine Kritik, die man meistens auch so in so einem Trailer einfach so kurz steht und unten steht dann irgendwie Sinister oder so. Sehr schön formuliert. Mattes sagt noch, ist für mich 50-50, Alarm für Cobra und Apokalypse-Film. Jason gibt 2 von 5 Punkten. Dann kommt noch Tatze, die 3 von 5 gibt. Sie fand schon die letzten Filme Illuminati und Sakrileg nicht so toll. Und Weiße Möhre sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich bewerten soll. Ich sage 4 von 5, ich mag Actionfilme. Und ja, ich gebe für den Film tatsächlich heute meine ersten 5 von 5 Punkten. Ich finde die Storys von Dan Brown super. Und ich mag auch solche Filme. Und dann schauen wir mal, was Galaxy da für die Bewertung raushaut.